Hallo, mein Name ist Lina Barthe von Hundetraining Barthe aus Braunschweig. Ich möchte euch heute was über die Basic-Kommandos im Canicross erzählen. Canicross macht eine Menge Spaß und vor allen Dingen wirst du schnell auch schneller laufen wollen. Nimm dir aber bzw. euch genug Zeit dafür. Schneller werden könnt ihr immer noch. Wichtig ist, dass ihr die Basis wirklich verinnerlicht, bis es in allen Situationen funktioniert, damit ihr nicht im Highspeed plötzlich einen Unfall habt. Wenn du dir unsicher bist, such dir doch eine tolle Laufgruppe. Inzwischen gibt es echt viele Canicross-Gruppen, private, aber auch mit erfahrenen Trainern. Und die können dir bei deinen Anfängerfragen sicherlich helfen. Außerdem wirken sie meist mehr sehr motivierend. Jetzt erzähle ich euch erstmal was über die wichtigsten Kommandos. Pull, also das Ziehen an sich, das Stoppen und rechts und links abbiegen. Vor und nach dem Training könnt ihr nicht einfach sagen, Hund aus dem Auto, Hund wieder rein. Ein Warm-up ist wichtig und ein Cool-Down, sonst kann es schnell Verletzungen geben. Für den Warm-up und Cool-Down zeige ich euch gleich noch ein paar Übungen. Das Allerwichtigste ist natürlich das Laufen. Einlaufen, so ruhig 5 Minuten im ruhigen Trab, dass ihr ein bisschen warm werdet. Anschließend die Übungen, die ich euch zeige. Beim Cool-Down genau das Gleiche. Bisschen auslaufen, peilt mal auch so 5 bis 7 Minuten an und danach noch die Übungen, die ihr gleich in den Videos seht. Als Aufwärmübung eignet sich zum Beispiel einfach das Drehen des Hundes. Ihr nehmt einen Keks, führt ihn um den Hund rum und er bekommt ihn, wenn er ihn folgt. In die eine Richtung, komm her, aber auch in die andere Richtung. Die zweite Übung, ob ihr jetzt dafür so einen Pfahl nehmt oder einen Baum, ist vollkommen egal. Der Hund soll sich hoch machen und lang machen. Gerne auch mal wieder ein bisschen runter und dann wieder ein bisschen höher. Denkt an den Rückenmuskel, den langen und den Halsmuskel. Der Hund soll hier wirklich so viel bewegen, wie es nur geht.